Hallo meine lieben Löwen, herzlich willkommen zu eurer Single-Legung. Meine lieben Löwen, wir schauen heute mal, welche Energien für die Singles unter euch so zur Verfügung stehen. Diese Legung hier kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht, denn natürlich befindet sich nicht jeder Single-Löwe in derselben Energie. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du in dich hineinspürst und ja, dich drauf einlässt. Erzähle ich hier deine Geschichte oder eben nicht? Und wenn du direkt merkst, dass du dich hier nicht angesprochen fühlst, dann schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen. Vielleicht passt die Legung dann besser auf dich. Aber ne, am wichtigsten ist Resonanz. Das heißt, ja, dass du dich hier, dass du das Gefühl hast, ich erzähle einfach deine Geschichte. Natürlich haben wir in der Löwe-Energie direkt wieder Wassermann-Energie. Das ist ja auf meinem Kanal irgendwie so. Ich habe den Löwen erzähle ich was von Wassermännern und den Wassermännern erzähle ich was von Löwen. I don't know why. Aber das ist irgendwie immer so. Okay. 9 Münzen, Single-Karte. Wir schauen mal. Liebes Universum, sag mir, in welcher Energie meine Single-Löwen sind. In welcher Energie sind meine Single-Löwen? Die 7 Münzen. Was ist die Situation, wo du offensichtlich so ein bisschen in der abwartenden Haltung bist? 10 Münzen, okay. Wartest du auf den Real Deal? Was ist die Herausforderung? Die 8 Kelche. Und was ist die Chance? Königin der Stäbe. Warum sind die 10 Münzen die Situation? Die Sonne. Zweimal Löwe-Energie hier. Und was wartest du, mein lieber Löwe? 7 Schwerter. Eine Karte hierzu noch. Der Herrscher, habe ich mir gedacht. Dann hätte ich gerne noch eine Karte hier zur Königin der Stäbe, was die Chance ist. Die 2 Schwerter. Die 5 Münzen. Und das Ass der Münzen. 10 Stäbe an der Unterseite des Decks. Okidoki. Ich hätte gerne mal eine Hauptenergie. Liebes Universum, eine Hauptenergie hier für meine Löwen. Getting to know each other, new love. Okay. Meine lieben Löwen, irgendwie habe ich das Gefühl, du wartest auf jemanden, der sich aus dem Staub gemacht hat, der Herrscher, der vor seiner Verantwortung davonläuft oder keine Ahnung. Ich habe das ein bisschen hier wahrgenommen. Also, ich glaube, es gibt eine Person in deinem Leben, den Herrscher, wo du großes Beziehungspotenzial siehst mit den 10 Münzen und der Sonne. Aber ich weiß nicht, ob jemand nicht ganz ehrlich zu dir ist
Mit den sieben Schwertern oder ob hier einfach jemand, na, so sieben Schwerter ist manchmal so ein bisschen meine Runner-Energie. Ich renne von meinen eigenen Gefühlen weg. Ich versuche die Kontrolle über meine Gefühle zu haben und du stehst hier aktuell da, sieben Münzen und wartest. Die Herausforderung ist, das vielleicht mal hinter dir zu lassen, gerade mit den zehn Stäben an der Unterseite des Decks und mal zu schauen, ob es da draußen nicht noch andere Optionen gibt. Denn du hältst dich selber im Mangel und ich glaube, das siehst du nicht. Ich glaube, dass durch diese Warteposition, die du hier einnimmst, ne, ich warte auf den Herrscher, dass du dir so ein bisschen also dass du dich A, fünf Münzen im Mangel hältst oder fünf Münzen kann auch Einsamkeit sein, ne, so dass du dir eigentlich eine Beziehung wünschst oder etwas, aber durch das, dass du eben wartest, blockierst du dich selber davor, irgendwie in diese Energie von einer Beziehung zu kommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mit diesem sich kennenlernen, neue Liebe, vielleicht solltest du dich mal öffnen. Hier mit den zwei Schwertern. Vielleicht solltest du mal wieder rausgehen, ein bisschen daten, andere Leute kennenlernen, weil vielleicht ist da das Ass der Münzen dabei. Ich sehe mit den zehn Stäben nicht, dass sich dein Warten lohnt, um ehrlich zu sein. Also zumindest jetzt in dieser Legung nicht. Deswegen hätte ich jetzt, ne, die Herausforderung ist, ich lasse das jetzt mal hier so hinter mir. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich warte nicht auf jemanden, sondern ich mache mich selber auf den Weg. Ich mache mich selber auf den Weg ins Unbekannte. Ich schaue mal, was da draußen noch so ist. Und deswegen die Chance hier. Und vielleicht erkennst du in dem Moment, in dem du dich selber aus diesem Mangel herausholst, dass es da möglicherweise eben eine neue Liebe gibt. Ich hätte gerne mal das Ass der Münzen abgeklärt, beziehungsweise diesen New Love. Universum sagt, ja, es geht gerade eine Kerze aus. Die Hohe Priesterin. Das Ass der Stäbe. Und der König der Kelche. Meine Lieben. Ich sage es euch ganz ehrlich. Diese Legung sagt mir, da draußen ist eine riesengroße Chance. Jemand Neues, ne? Wir haben hier zwei Asse und die New Love, jemand Neues kennenzulernen, der emotional deutlich empfänglicher ist als dieser Herrscher. Und vielleicht sagt dir das deine Intuition auch schon, vielleicht, ne? Vielleicht hast du sowas, keine Ahnung, vielleicht ist das doch nicht, ne? Vielleicht lohnt sich das Warten doch nicht. Soll ich vielleicht mal meine Optionen noch ausloten? Wenn deine Intuition dir das sagt, dann hör auf sie. Denn ich habe das Gefühl, du hast Optionen. Ich habe das Gefühl, dass du hier nicht warten solltest auf irgendjemanden, bis sich jemand sortiert hat. Oder bis du die Wahrheit über etwas erfährst. Ne? Wo steht, ich will mal was zum Herrscher wissen. Also König der Kelche und Herrscher nehme ich nicht so wahr. Nehme ich nicht als eine Person wahr. Deswegen, ich hätte gerne noch eine Karte hier zum Herrscher. Ja, okay. König der Schwerter. Und da haben wir genau diesen Unterschied zwischen nicht im grünen Bereich mit seinen Gefühlen, sondern kühl, distanziert, zurückhaltend, kontrolliert. Ne? Hier ist wieder Wassermann-Energie und hier haben wir jemanden, der empathisch, emotional, spirituell, whatever ist. Also eine Karte zum Herrscher, die sechs Schwerter. Liebe Löwen, ich sag's euch, wie es ist. Auf wen auch immer du da wartest. Ja, es kann sein, dass du da Potenzial für eine Beziehung siehst, aber die Realität sieht vielleicht anders aus und vielleicht ist es das, was du nicht wahrhaben willst, was du nicht sehen willst, dass hier jemand rumeiert, nicht ehrlich ist, vor seinen eigenen Gefühlen wegläuft, ein Control-Freak ist im Sinne von, ich kann die Kontrolle nicht abgeben, ich kann keine Gefühle zulassen, ich muss immer alles kontrollieren. Blablabla. Hier oben ist das Gegenteil, ne? New Love ist absolut die gegenteilige Energie. Und vielleicht solltest du dich der Herausforderung mal stellen und
neue Leute kennenlernen, weil vielleicht siehst du dann etwas, was du nicht siehst, bevor du in diese Bewegung gekommen bist. Also aktuell sehe ich, derjenige, der sich hier im Weg steht, der dir im Weg steht, einer echten Chance auf Beziehung näher zu kommen, einer echten Chance. Ne? Das ist Potenzial. Du siehst, und das bist du. Du bist der Löwe. Ne? Du siehst in einer Situation Potenzial für 10 Münzen und deswegen wartest du. Aber du siehst die Situation nicht korrekt. Ne? So. Du siehst nicht, was direkt vor deinen Augen passiert, sondern du siehst das Potenzial. Auf Potenzialen lassen sich keine Ass-der-Münzen-Beziehungen bauen. Und das hält dich möglicherweise im Mangel, in der Einsamkeit, zieht dich immer wieder runter. Mein lieber Löwe, geh raus, ne? Stell dich der Herausforderung, das jetzt mal hier so stehen zu lassen, das hinter dir zu lassen und dich einfach mal auf eine neue Reise, aufs Unbekannte einzulassen. Denn die Chance könnte hier sein, dass du jemanden kennenlernst, ne? Der eine völlig andere Energie verkörpert und der dir vielleicht auch hilft, diese Situation anders zu betrachten, weil es gibt hier etwas, was du nicht siehst. Was auch immer das ist, meine Lieben. Du siehst das Potenzial, aber in Wirklichkeit ist hier 5 Münzen Energie. Und das wird dir wahrscheinlich aufgezeigt in dem Moment, in dem du jemanden kennenlernst, der eine völlig andere Energie verkörpert. Okidoki, liebe Löwen, so lasse ich das hier stehen. Und in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte noch ein bisschen mehr zum Herrscher wissen. Ich möchte auch wissen, ob er dich in dieser Warteposition hält oder ob du das selber bist. Warum das so eine große Herausforderung ist, das jetzt hinter dir zu lassen und dich auf was Neues einzulassen oder einfach mal, ne, einfach mal zu schauen, rauszugehen, ein bisschen zu flirten, zurück in deine Löwe-Energie zu kommen. Ne, so ein bisschen zu daten, denn ich habe das Gefühl, ein bisschen zu daten, ne, da könnte hier definitiv auch ein Ass der Münzen, ein Real Deal dabei sein, New Love. Und natürlich will ich auch noch ein bisschen mehr zu diesem König der Kelche wissen. Ich habe das Gefühl, es ist eine sehr emotional empfängliche, outgoing, offene Person. Also irgendwie, ne, diese Person hier oben verkörpert das Gegenteil von der Person. Deswegen schauen wir natürlich auch nach, was beim König der Kelche da noch zu sagen ist. Und wir lassen uns aber am Ende des Tages hier ganz intuitiv durchführen. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. Für die Löwen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, warum wartest du auf Liebe, mein lieber Löwe? Warum wartest du auf jemanden, der, keine Ahnung, vielleicht nicht ganz ehrlich ist, vor seinen eigenen Gefühlen davonrennt, die Kontrolle nicht abgeben kann, das Geschehen bestimmt, ne? Vielleicht bestimmt der Herrscher, wann ihr euch seht und wann ihr dann wieder abhaut, ne? So, ich habe schon das Gefühl, was du hier siehst, ne, sehr davon abhängt, was diese Person tut oder nicht tut. Und ich nehme hier so ein bisschen hin und her. Ich komme und dann gehe ich wieder und dann, ne, so. Ich nehme hier eine sehr instabile Energie wahr. Und du stehst hier und sagst, ja, ich schaue mir das Ganze mal an, aber ich sehe nicht, dass es stabiler wird. Ich sehe, dass du irgendwie sagst, hey, das könnte passen, die Werte sind gleich oder ne, ich kann mir eine Zukunft vorstellen. Aber sich eine Zukunft vorstellen können, ist eine Illusion, weil Zukunft eine Illusion ist. Ne? Wir haben nur das Hier und Jetzt. Und selbst wenn du dir eine Zukunft vorstellen kannst und selbst wenn ihr euch beide eine Zukunft vorstellen könnt, ist das Hier und Jetzt das, was ihr habt. Und das Hier und Jetzt ist für mich keine, wie soll ich sagen, keine stabile Energie, keine Energie, auf der sich irgendwie etwas aufbauen lässt, weil es entweder ein Hin und Her ist oder, ne, keine Ahnung, vielleicht wartest du darauf, dass jemand zurückkommt in dein Leben. Geh mal einen neuen Weg.
Ich sehe das, das ist eine Herausforderung, ne? Dich zu sagen, okay, ich schau mal, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder schöne Söhne, ne? Ich schau mal, was da draußen noch was es da draußen noch so gibt, und vielleicht wirst du dadurch selber erkennen, wie sehr du dich durch diese 7 Münzen Warteposition eben im Mangel gehalten hast und dass du dich selber davon abgehalten hast, weil du gesagt hast, ich will mich niemandem neuen öffnen, oder ich kann mir nicht vorstellen, mich jemand neuen zu öffnen. Aber lass dich doch mal auf diese Reise, auf diese Erfahrung ein, denn vielleicht belehrt dich der König der Kelche eines Besseren, ne? Vielleicht kannst du dich auf jemand neuen einlassen, weil du Königin der Stäbe bist, weil du dich gut damit fühlst, weil du Aufmerksamkeit bekommst, weil du Bestätigung bekommst, weil, ne, weil der König der Kelche ankommt und sagt, hey, ich finde dich richtig gut. Und so, meine lieben Löwen, lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für euch. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.